Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Tyranny. Ich wollte gerade Dark Souls sagen, so lange nicht mehr gespielt, ey. Tyranny oder Tyranny mit Paxis. Wir sind vorm Scharlachroten Chor. Bah, ihm wird das gar nicht gefallen. Ah, in das Lager des Scharlachroten Chors. Das wird ihm nicht gefallen. Es tut mir sehr leid. Aber egal. Und wir werden dieses Mal die Gegend erkunden, auch wieder im Stealth-Modus, weil wir da die Verstecke und Geheimnisse, und es sieht so aus, als wenn hier irgendwo in so einem Baumstamm was sein könnte. Baumstumpf, ja, weil wir halt. Ne, wir gehen erstmal hier unten lang. Weil wir so halt die versteckten Dinge entdecken können. Und vielleicht waren sogar beim Lager der Geschmähten auch sowas in der Umgebung, aber da habe ich noch nicht dran gedacht. Kleine Flasche. Die dickflüssige rote Tinte in dieser Flasche wird von Blutkantoren verwendet, um sich Sigille auf den Körper zu tätowieren. Diese Tinte kann kaum einen praktischen Nutzen, hat kaum einen praktischen Nutzen und kann an einen Händler verkauft werden. Okay. Doch hier sind wieder Rehe und die scheinen ja von dieser Welt und dieser Kampfeswelt. Rennen die weg, wenn ich. Nee. Die bleiben einfach da. Also da scheinen überhaupt keine richtigen wilden Tiere zu sein, zumindest keine klassischen. Und ich glaube, ich werde mich ja mal nicht so anschleichen, wenn ich an diese Leute rangehe. Und natürlich haben wir hier schon wieder aufgestochen, ne? Das sieht aus wie einer von den scharlachroten Wütern, beziehungsweise vom Chor selbst. Und das ist einer der Vendrienwache. Und auch hier ist Blut. Ein faulender Leichnam, der immer noch die Kriegsbemalung des scharlachroten Chors zeigt. Ist an einem hölzernen Block aufgespießt. Ja, sage ich schon, er hat zum scharlachroten Chor gehört. Und wir schauen mal, was mit den Leuten hier oben los ist. Can't do that. Klingenruhe. Das beweist doch alles. Die Kriegerin schmettert ihre Fäuste energisch zusammen. Also zum Beispiel, ob du dafür geeignet bist, diese Kinderschar anzuführen. Hinter ihr bringen sich die Mitglieder ihrer Bande mit kampfbereiten Waffen in Stellung. Schauerschaft. Hast du die Neuigkeiten über das Edikt nicht gehört? Das ist eine dumme Ablenkung. Wir sollten unsere Kampfkraft für den Feind aufheben. Der Chorkrieger schaut zu seiner Bande und nickt ihnen knapp zu. Was ist denn hier das Problem? Gibt kein Problem hier, Herr Schicksalsbinder. Sie wirft ihre Klinge in die Luft und fängt sie lächelnd auf dem Weg nach unten. Hauptmann Flachwichser hier scheint sich gerade aus dieser Herausforderung zurückziehen zu wollen. Er glaubt wohl, weil er früher ein Schiffskapitän war, kann er auch eine Bande führen. Sie spuckt auf den Boden und schaut stirnrunzelnd hoch. Aus diesem Grund futtere ich ihn heraus, weil seine Krieger meiner Ansicht nach mir folgen sollten und nicht diesem Frischling. Hauptmann Flachwichser war mein Vater. Flachwichser reicht. Der Krieger deutet auf die Bande ihm gegenüber. Wenn wir unsere Stärke unter Beweis stellen müssen, machen wir das gerne. Ich werde dir aber die Hände und Füße abhauen lassen und den Rest von dir für meine eigenen Zwecke verwenden. Erlaube mir, mich euch anzuschließen. Ich weiß ein gutes Blutbad zu schätzen. Einfach weggehen. Das ist völliger Unsinn. Sofort aufhören. Ich weiß nicht, ob ich mich da einmischen sollte. Weil. Das ist halt der Chor, der macht das ständig, ob ich da bin oder nicht. Und im Endeffekt, ja, ich weiß nicht, ich will mich da eigentlich nicht einmischen, das ist mir komplett egal, wenn sie sich halt umbringt, diese Vollidioten. Ich könnte das gerne untereinander auskämpfen. Der Soldat nickt schnell und ernst. Kommt schon, wer von euch will als erster meine Klinge schmecken? Die Bandenchefin wirft ihr Messer von einer Hand zur anderen. Ah, es sind beide Bandenchefs gestorben und nur einer ist übrig geblieben. Wie dumm ist das denn? Oh Gott, ey, was für eine Verschwendung von Leben. Ging auch ziemlich schnell, aber Hordenmitglied. Ist die jetzt die neue Chefin? Ich weiß es nicht. Scheint zu frieren, so wie sie sich da hält. Also ich sitze hier, ihr könnt es ja nicht sehen, aber ich sitze hier und schüttel meinen Kopf. Also es hat keiner dieser beiden überlebt, sind alle gestorben, außer eine Frau. Ich denke mal, das ist gescriptet, das wird immer so passieren. Aber ja, ich schüttel immer noch den Kopf. So eine Dummheit, so viel dumme Menschen hier. Unfassbar, ey.
Ein Teil von mir ärgert sich, dass ich nichts dagegen gemacht habe, aber ja, wie gesagt, es ist das Scharlachrote Chor, die sind also blöd. Was für Vollidioten, ey. Lederrüstung des Shuriken. Aber nicht, dass das in irgendeiner Form gut sein wird. Mein Gott, warum ist denn immer diese Questgegenstände ausgewählt? Kann das dann nicht mehr auf dem hier liegen, wo alles angezeigt wird? Das geht mir... Ja, ist genau die gleiche Rüstung. Dachte ich mir schon, dann ist das hier auch egal. Unfassbar, aber es wäre viel cooler gewesen, wenn die es jetzt quasi so gemacht hätten, dass man mit der hier hätte reden können und dass man vielleicht zu ihr irgendwie Verbindung aufbaut, beziehungsweise dass die halt eine neue Chefin wird, wie auch immer, aber so ist es auf jeden Fall ziemlich schade, dass wir jetzt quasi gar nichts davon haben. You didn't see nothing. Hier ist da bestimmt noch was, ich wusste es, wenn hier ein umgestürzter Karren ist. Aber wir haben bisher kein Versteck gefunden. Achso, wir machen mal schneller. Ah, Edelsteine, ein Granat und ein Topaz. Tja, sonst scheint es nichts zu geben, dann werden wir mal rein in den Scharlachroten Chor, beziehungsweise in das Lager. Mal gucken, was da auf uns wartet und ob Nerath still mit uns redet. Das hier ist Kogelinde. Sag, was du willst oder verzieh dich. Ordenmitglied. Also dich nähert, führt die Wache ihre Hände an ihren Gürtel und greift sich das Heft einer Klinge. Hinter diesem Kontrollpunkt liegt Chor-Territorium und du siehst nicht wie ein Rekrut aus. Bist du dir sicher, dass du hier richtig bist? Ich bin Paxis, Schicksalsbinder von Thunon. Ich bin hier, um euch beim Bezwingen der Eidbrecher zu helfen. Weißt du, ich glaube, man hat mir gesagt, dass ich jemanden erwarten solle, aber du scheinst mir zu hässlich, um er zu sein. Ihre Lippen zerknautschen sich zu einem Grinsen. Und warum genau sollte ich dich reinlassen? Was noch wichtiger ist, was hat diese plumpe Eisentonne hier verloren? Die Wache deutet spottig auf Barik. Athletik, naja, rantreten und zu Boden stoßen. Ich glaube, das mache ich. Die war ganz schön frech. Und ich mag es halt auch immer, diese Skillpunkte mit sowas, also den Skill einfach damit leveln zu können. Ach, jetzt haben wir ja auch wieder beim Corona, ist egal. Hordenmitglied. Bevor sie ihre Klinge ziehen kann, schnellst du nach vorne, stellst deinen Fuß hinter ihren und gibst ihr einen heftigen Schubs gegen die Schulter. Sie verliert das Gleichgewicht, stolpert nach hinten und sorgt damit für prustendes Lachen bei der anderen Wache. Ich fasse es nicht, dass du dem Schicksalsbinder gegenüber eine dicke Lippe riskiert hast, du dumme Truller. Habe ich dir nicht gesagt, dass wir einen besonderen Gast erwarten? Die Wache winkt dich lächelnd durch. Komm schon rein und lass dir von den Hohlköpfen im Lager keinen Quatsch erzählen. Ja, die scheint auf jeden Fall schlauer zu sein als ihre Freundin. Aber es ist schon geil gemacht, lustiges Spiel. Könnt ihr nochmal mit ihr reden? Ne, sie betrachtet mich nur mit kalten Augen. Wie scheißt er denn, wenn er seine Rüstung nicht ablegen kann? Naja, deswegen stinkt es ja so. Oh, was ist das? Fünftauge, den kennen wir doch schon. Der Schicksalsbinder von Thunon trifft ein. Die Stimme von Fünftauge quietscht wie bei einem Jugendlichen. Die juckt es dadurch am Gaumen und deine Fingernägel fühlen sich an, als müssten sie mal wieder geschnitten werden. Ach, wir haben gerade aufgehört, ein bisschen Spaß mit ein paar Gefangenen zu haben, aber keine Sorge, wir werden uns schon bald mit der nächsten Gruppe amüsieren. Fünftauge, der die rotbraune Ausrüstung der Purpursperre trägt, winkt dich mit einem blutbespritzten Handschuh zu sich. Jeder Charakter besitzt, ja okay, Purpursperre. Die Purpursperre sind die persönliche Bande von Neraths Stimmen. Diese obersten Kämpfer des Chors unterstehen allein dem Arkonten der Geheimnisse. Alle Bandenmitglieder müssen ihre Befehle befolgen, als wären sie die eigenen Worte des Arkonten. Im Gegensatz zu den miserabel ausgerüsteten Mobs, die sie befehligen, sind die Purpursperre mit edler Bronze ausgestattet und haben eine rigorose Ausbildung durchlaufen. Immer wieder werden ihre Fähigkeiten von ehrgeizigen Rivalen auf die Probe gestellt. Im Scharlachroten Chor müssen selbst die obersten Bandenchefs bereit sein, ihre Stärke unter Beweis zu stellen, wenn sie führen wollen. Da nun dieses Edikt verkündet und uns alle zum Sterben verdammt hat, kommst du her, um uns aus diesem Loch zu helfen? Und aus seiner Masse ertönt zwitscherndes Lachen. Nee. Yeah.
Ich vertraue darauf, dass du deine Krieger kampfbereit machst. Wir wissen, dass die Eidbrecher in der Zitadelle unter dem Turm des Berges konzentriert sind, haben aber erfahren, dass dies nicht ihr einziges Widerstandsnest ist. Fünftauge wedelt mit einer Hand in der Luft, begleitet von einem hohen, unzufrieden klingenden Quieken. Angesichts ihrer Angriffsmuster gibt es bestimmt noch eine zweite Gruppe von ihnen, die hier im äußeren Tal ihr Lager aufgeschlagen hat. Und bis wir uns nicht um diese zweite Gruppe gekümmert haben, werden sie uns hinten angreifen, sobald wir den Fluss überqueren. Die Geschmähten denken, dass du deine Horde nicht kontrollieren kannst und dass viele von ihnen zurück zur Vendrienwache desertierten. Falsch! Und außerdem, er gestikuliert mit seinem Speer an einem Bogen über das weitläufige Lager. So viele verzweifelte Leben zu hüten ist eine beachtliche Leistung. Bei jedem Händepaar Menschlichkeit knickt mindestens ein Finger durch die Belastung unserer Methoden um. Ein paar Randgestalten haben wir verloren, das werde ich nicht abstreiten. Aber wenn man Getreide einlagert, sollte man ein bisschen Rattenkacke erwarten. Und wenn man Mörder anführt, dann gibt es Deserteure. Also brauchst du Hilfe dabei, diese Eidbrecher auszuschalten. Obwohl ein gutes altes Gemetzel eine effiziente Lösung des Problems wäre, ist es doch schlauer, sie nicht zu töten, sondern unsere eigene Stärke durch sie zu erhöhen. Meine letzte Spähgruppe ist mit einem neuen Gefangenen zurückgekehrt und einer dieser Gefangenen behauptet, dass sie uns zum zweiten Lager der Vendrienwache führen könnte, obwohl ihre Stimme nicht ganz frei von Täuschung ist. Ich könnte deine Hilfe bei der Befragung dieser Varia Kehl gebrauchen. Vielleicht holst du weniger Schreie und Tränen, aber mehr nützliche Informationen aus ihr heraus. Wenn wir wüssten, wo wir den Eidbrecher einen Hinterhalt legen müssen, könnten wir versuchen, ihren Hauptmann zu fangen und ihm zeigen, wie schlau es ist, sich dem Chor anzuschließen. Warum fragst du nicht einfach den Arkonten der Geheimnisse? Ich dachte, er könnte alles und jeden verhören. Unter der Maske von Fünftauge erklingt ein unverständliches Gemurmel, während sich seine Körperhaltung versteift. Ich sage Nerats Stimme nicht, was es zu tun hat, und seine Motive stelle ich auch nicht in Frage. Der Arkont ist beschäftigt damit, die Vernichtung dieser Eidbrecher zu planen und darf nicht gestört werden. Ich wusste, dass der Arkont persönliche Verhöre verlangt, aber bislang nur mit Anführern, Magiern oder anderen verdienten Personen. Ich habe mir oft vorgestellt, dass der Verhörprozess nicht auf die leichte Schulter genommen werden kann. Vielleicht ist es für Nerat geradezu erschöpfend. Ich werde mit der Gefangenen sprechen. Ich werde dich dort treffen. Sie wartet bei den anderen Gefangenen. Schriftrolle. Hier findet eine Schriftrolle, die vor mystischer Energie leuchtet. 32 Wissen vorausgesetzt. Schade. Bevor wir mit der Gefangenen sprechen, schauen wir uns also erstmal den Rest an. Bronzehammer und Blutkantorleder. Nehmen wir mal alles. Okay. Hat 1, 2, 3, 4, 5 Mali und macht zwei Sachen besser. Nehmen wir natürlich nicht. Ist einfach genauso gut. Sehr interessant. Aber ich will mal gucken, was besser aussieht. Na, ich würde sagen, ganz eindeutig das, oder? Sieht sie auch viel gefährlicher aus. Ja, das sieht total dumm aus. Also überhaupt gar nicht, als wenn es gut geschützt wäre. Halt, falsch. Nehme natürlich das. Da fällt mir ein, wir können, glaube ich, im Kampf nicht diese Plätze hier besetzen. Deswegen sollten wir das vorher mal machen. Einfacher Heiltrank. Wie viel hat Barik? Der hat 2. Sie hat 10. Was hat er? Stärke. Trank der Elementarbarriere, Schriftrolle des kleinen Sigils, das kann ich gar nicht benutzen. Ja. Wird nach Wiederlage wiederbelebt, das braucht auf jeden Fall sie, weil sie... Hallo? Weil sie am wenigsten Energie hat, hallo? Und am leichtesten stirbt. Achso, was hatten sie noch? Rotschbär, Beeinträchtigung, Wüten, plus 4 Stärke für 120 Sekunden. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Passt aber, glaube ich, besser zu Barik.
Scharlachgift. Vergiftet, das ist gut. Schutztrank ist auch gut. Barik hat Sumpfbeere. Was macht das? Der Saft der wilden Sumpfbeere sorgt für eine schnellere Bewegung und Reaktionszeit. Immun gegen Kampfbindung für 120 Sekunden. Plus 25% Bewegungsgeschwindigkeit, plus 4 Schnelligkeit, plus 20 Ausweichen. Diese Beeren, die in den Sümpfen des unbeugsamen Landes wachsen, sind eine starke Arznei. Die Händlerprinzen der Der Bastardstadt waren dafür bekannt, Sumpfbeeren zu verzehren, um länger zechen zu können. Dauerhafter Konsum kann zu lähmenden Gelenkschmerzen und einer Abstumpfung des Verstands führen. Der Effekt dieses Verbrauchsgegenstands verstärkt sich. Achso, ja. Gut, was geben wir ihm noch? Rotschbär. Und Elementarbarriere von mir aus. Unsichtbarkeitstrank, ja. Ich glaube, das passt. Ach Moment, ich wollte noch kurz schauen, wir hatten doch noch so einen Bronzehammer, aber das sollte wahrscheinlich genauso gut sein. Ach so, ja, minus 3 Rüstungsdurchdringung, dafür aber halt eine schnellere Genauigkeit, also eine genauer und schneller, oh, das ist schwer. Plus 2 Genauigkeit. Der haltet, glaube ich, eine relativ schlechte Genauigkeit. Deswegen ist es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, ihm diesen Bronzehammer zu geben, damit er etwas genauer wird. Genauigkeit 29 ist, glaube ich, ziemlich schlecht. 66, 56, ja. Genauigkeit 29 ist ultra schlecht. Deswegen werde ich ihm wohl den Bronzehammer geben. Ich meine, wir können es ihm ja als zweites Waffenset geben. Aber das ist so dumm, dass die nicht das Schild im zweiten Waffenset haben. Wer hat sich denn das ausgedacht? Wer hat denn gedacht, dass das Sinn macht? Warum ist denn das nicht gefixt worden? Das Spiel ist uralt. In Anführungsstrichen. Also, wie kann man denn... Da muss es doch noch andere Leute geben, die gesagt haben, hier, passt mal auf. Es ist absolut unlogisch. Wie gesagt, wir müssen nicht von Realismus reden. Es ist ja kein realistisches Spiel, muss es auch nicht sein. Aber es ist absolut unlogisch, dass man in verschiedenen Waffensets nicht dieselbe Waffe nehmen kann. Also, dass ich nicht beide eine Waffe in zwei Sets legen kann und dass ich nicht in zwei verschiedene oder mehr verschiedene Sets das gleiche Schild legen kann. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Wenn ich auf die andere, wenn ich auf das andere Set wechsle, kann ich doch mein Schild in der Hand behalten. Was soll denn das? Oh, das regt mich auf, das will mich noch oft aufregen. Alglitsch Dagos. Als er bemerkt, dass du dich näherst, steht der Händler gerade und lächelt. Welch Ehre! Alglitsch Dagos heiße ich. Ursprünglich komme ich aus der relativen Ruhe des Nordreichs, aber ich gebe mich schon seit längerer Zeit mit dem Nomadenleben zufrieden, um Kyros Truppen mit den besten Waffen zu, nee, Waren zu versorgen, lokalen und importierten. Dann lass sie mich mal sehen. Er zuckt ein bisschen zusammen. Es ist zwar nicht viel, aber lass mich trotzdem wissen, wenn du etwas siehst, das dein Interesse weckt. Wir werden erstmal schauen, ob wir irgendwas verkaufen möchten. Möchten wir... So. Zeremonielle Handschuhe. Getränke. Getränke, getränkter Stab. Schwerer bronzener Kammhelm. Ja, ich wollte ja diese Sachen aufheben, um zu schauen, ob ich irgendjemanden treffe, der das braucht. Deswegen mache ich das auch mal so. Die Lederrüstung brauchen wir nicht aufheben. Wobei, eine können wir ja eigentlich aufheben. Reißer, der klingt sehr gut, aber der ist auch sehr, sehr teuer. Bronzener Dolch. Ist auch teuer. Uah. Ist auf jeden Fall besser. Plus 13 Genauigkeit. What? Darmschlitzer. Plus 13 Genauigkeit. Plus 0,29. Also ich glaube... Geringere Genauigkeit. Genauigkeit plus 4. Ja, ich glaube, der bronzene Dolch würde auf jeden Fall Sinn machen, um ihn gegen Darmschlitzer zu ersetzen. Dann verlieren wir den Effekt Parier nicht. Und die Genauigkeit plus 4 ist ja bei dem sowieso viel höher. Genauigkeit plus 15, wie krass ist das denn? 5,14. Nice.
Ich glaube, den kaufen wir. Wir schauen mal, was es noch für Waffen gibt, aber ich werde den mal nehmen. Ja, nur den, bitte. Nur den. Hat auch die Eigenschaft gut, deswegen ist er halt besser. Qualität gut. Ich weiß gar nicht, was die beste Qualität ist. Lederrüstung des scharlachroten Kurs müsste dann ja auch besser sein als gut. Ja, kostet 5,20 plus 1 Rüstung. Hi, Feuer. Ach, aber dann wechseln wir wieder auf dieses hässliche. Oh nein. Das macht mich natürlich ein bisschen traurig, aber... Wie sieht es denn eigentlich bei ihm hier aus? Okay. Ja, das macht mich natürlich ein bisschen traurig, weil das möchte ich nicht. Im Endeffekt. Ja, das ist jetzt natürlich alles besser, weil es ja alles gut ist. Ist auch gar nicht so teuer. Ich denke, wir werden das uns schon kaufen. Gerade die gute Lyra, die hat nicht so viel Energie und Abwehr. Die kann sowas alles gut gebrauchen. Also ich werde mal die Lederrüstung einpacken. Ich werde mal die Handschuhe einpacken. Aber wir können uns jetzt schon nicht mehr leisten. Okay, sorry. Der kostet schon 13. Aha, aha. Na gut, die Lederrüstung. Das war's schon. Dann können wir uns schon nicht mehr leisten. Mist. Dann werde ich, glaube ich, doch Sachen verkaufen. Falls das dann reicht. Oh, der ist ultra viel wert. Hä? Hä? Das verstehe ich nicht. Bronzeringe, 20. Hier steht aber, er wäre ein Bronzering wert und 64 Kupferringe. Aber wenn ich ihn hier reinziehe, komme ich fett ins Plus. Ach nee, ich komme nicht fett ins Plus. Ach, ich Vollidiot. Es wechselt von Rot 20 auf Grün. Auf Gelb 19. Das heißt, es kostet jetzt 19,5 und ich habe 20 deswegen. Ich habe gedacht, ich würde von 20, die ich bezahlen müsste, auf 19, die ich bekomme, gehen. Aber ich muss immer noch 19 bezahlen. Ja, also das war mein Fehler, sorry. Ja, das war's. Mehr können wir uns eh nicht leisten. Brauchen wir uns den Rest gar nicht anschauen. Ach, ist das bitter. Aber was soll's. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Ist das jetzt auch der richtige? Ja, Darmschlitzer und das ist Rotfluss. Wir könnten natürlich noch den Darmschlitzer mit Rotfluss tauschen, aber ich will eigentlich lieber die Parierfähigkeit behalten, als nochmal eine extra Genauigkeit. Sieht auch interessant aus mit so einem größeren Schwert und mit so einem relativ kleinen Dolch. Will do. Ja, es scheint dir gefallen zu haben, hier gewechselt zu haben. Wir speichern erstmal und dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Nimm mal was zu trinken, oder? Voll den Durst, nichts mehr da. Liken, kommentieren, abonnieren, Daumen nach oben, bleibt cool, tschüss.